Ja, hallo ihr Lieben. Wir haben wieder ein tolles neues Video heute. Und zwar geht es um zwei Cracks im Bereich der Ernährung. Zwei Pioniere, würde ich fast sagen, was die zumindest mal die deutsche Ernährungsoberfläche angeht. Wir haben hier Maria und Marco von Sauer macht glücklich. Spannender Name. Das ist immer mit Sauer macht lustig, aber das ist, glaube ich, gewollt und ich finde es glücklich total gut. Also Sauer macht glücklich. Die beiden haben eine tolle Website, beiden haben einen Shop. Beide sind Autoren von verschiedenen Büchern, die sie gemacht haben mittlerweile, haben eine Methode entwickelt, wie man sehr gut umgehen kann mit Lebensmitteln. Da werden wir gleich noch gut drüber sprechen. Sind Kongressspeaker und sind ganz engagiert auch, ihre Message und ihre Produkte, ihre Idee weiterzubringen nach außen. Hallihallo, ihr beiden. Hallo Maria, hallo Marco. Schön, dass ihr dabei seid. Hallo Matthias, grüß Ja, dich. Matthias, danke für deine Einladung und danke für deine wundervollen einleitenden Worte. Es Ja, herzlichen Dank. geht ja runter wie Butter. Dankeschön. Das freut mich. Ja, vielleicht gleich zu Beginn. Wie kommt man auf euer Thema? Was ist euer Thema? Ja, unser Thema ist das milchsaure Gemüse, sowohl in der Produktion als auch natürlich im Genuss, im Verzehr. Und ja, es ging halt einfach los mit einer Ernährungsumstellung, weil wir halt irgendwie immer mit Mitte 20 waren wir krank oder so oft Infekte gehabt und halt so richtig heftig auch und ganz oft hintereinander. Und auch so ein paar permanente Wehwehchen, vor allem eben auch mit der Verdauung. Ich hatte jede Woche einfach auch Bauchschmerzen, wirklich. Und dann fingen wir halt an, uns darüber mal Gedanken zu machen. Das kann doch nicht so richtig sein, so kann es doch nicht laufen, das Leben. Und dann ist mal, das ist nicht nur die Ernährung, ganz klar, aber das war zumindest erstmal unser erster Ansatz, wo man einfach auch viel erstmal hebeln kann, ne? Ja, und wir haben einfach vieles, vieles verändert. Die Essenz war einfach, sich wieder natürlicher zu ernähren, viel wieder selber zu machen, ob das jetzt das Brotbacken ist oder eben, wir haben das erste Mal eben Sauerkraut selber gemacht und haben eben auch festgestellt, beziehungsweise erfahren, dass man das ja auch mit anderen Gemüsesorten genauso machen kann, dass es eben zum einen haltbar machen kann und zum anderen eben aber auch wieder ein ganz wertvolles neues Produkt damit schafft, ne? Und wir haben eben auch gemerkt, dass wir das nirgendwo kaufen konnten, was wir eben auch gern gemacht hätten. Und haben gedacht, okay, wir probieren das jetzt mal online. Da gibt es vielleicht andere Leute, die da auch sitzen und nur darauf warten, dass sie endlich mal sowas kaufen können. So war es dann, Gott sei Dank auch. Ja. Ja, seit wann macht ihr das jetzt? Wir machen das seit, das muss ich selber überlegen, 15. seit Ja. 2015, genau. 2015 ging es los. Okay. Vorab hat man es ja für uns privat schon ausprobiert und wie gesagt, Maria hat es auch schon eingangs erwähnt, haben wir gedacht, okay, schauen wir mal, ob es überhaupt einen Markt gibt, ob es da eine Nische gibt. Uns war halt auch wichtig gewesen, gerade Produkte zu kreieren, die unseren Qualitätskriterien entsprechen. Und dass sie wirklich auch unpasteurisiert sind, dass sie roh sind, dass sie vegan sind, roh vegan sind, glutenfrei sind und auch ohne Geschmacksverstärker. Und haben wir gedacht, okay, gehen wir mal in den Markt rein und haben da echt eine super Resonanz gefunden, weil wir waren da einfach der erste Shop gewesen, der diese Qualitätsprodukte angeboten hat. Ja, das heißt, eure Ernährung ist auch in diese Richtung, dass ihr euch pflanzlich ernährt, also vegan ernährt. Macht ihr nur Rohkost oder kocht ihr auch? Nein, also wir hatten eine rohe Phase. Wir hatten wirklich eine Rohkostphase. Es hat uns auch gut gefallen, aber es hat uns dann doch irgendwie, also es war dann auch gerade, wo ich schwanger wurde, muss ich sagen. Da hatte ich dann auch wieder stärker das Bedürfnis, gekocht zu essen. Und das ist halt einfach dann auch uns wieder erhalten geblieben und wir fühlen uns auch sehr gut. Wichtig ist halt einfach wirklich einen hohen Rohkostanteil immer noch zu haben. Aber es gibt auch viele Sachen, die einfach gekocht gut und auch wichtig für den Körper sind. Und der Körper braucht auch unserer Meinung nach die Wärme von innen. Ja, Ja. okay. Aber das heißt nochmal, eure Beschwerden, die ihr so hattet, haben sich verflüchtigt, als ihr die Ernährung umgestellt habt, auf diese pflanzliche Ernährung, weg von tierischen Produkten, weg von der Milch, weg vom Gluten. Ja, total. Genau, also gerade diese drei Hebel, hast du es ja auch schon gesagt, gerade weg vom Gluten, wirklich dann die Milchprodukte auch nicht mal zu trinken oder zu essen und schlussendlich auch auf keinen, also auf Industriezucker zu verzichten. Das waren echt so die drei großen Hebel gewesen. Und wir haben uns ja früher ganz klassisch ernährt, also wirklich diese Vollwurstkost. Fleischspeisefrau, früher kommst du auch aus Bamberg, aber früher Schnäufel mit Kloß und Soße. Ja. Und das war echt die
das habe ich total gern gegessen. Und das hat echt so einen Wechsel gebraucht und auch natürlich so eine Herausforderung vielleicht, dass wir einfach oft krank waren, dass wir uns überhaupt mit diesem Thema beschäftigt haben. Ja. Und dann haben wir ausprobiert, ne? Aus Fleisch wurde Biofleisch, dann nur noch Wurst. Und da haben wir halt dann vegetarisch gegessen, vegan. Ja. Und dann haben wir unterschiedliche Sachen ausprobiert, halt auch pro vegan eine kurze Zeit. Und haben für uns einfach so den für uns besten Weg gefunden, wo wir uns einfach mega wohlfühlen damit. Und wo wir auch einfach gemerkt haben, damit geht es uns, unserer Gesundheit extrem gut. Und nicht nur der Gesundheit, sondern auch der Energie. Also wir haben ja dadurch extrem viel Power bekommen. Früher waren wir einfach oft einfach müde den ganzen Tag, sind überhaupt nicht von der Couch hochgekommen. Und jetzt haben wir einfach nicht diese Power und Energie, die wir natürlich auch für unser Business brauchen. Ne? Ja. Auch einfach mal ehrlich sagen. Ja, das nochmal zu deiner Frage, unsere Beschwerden sind wirklich vollständig weg. Genial. Also es ist eine mega Inspiration, weil ich denke, viele von den Zuschauern jetzt stehen auch so an diesem Schneidepunkt oder Wendepunkt, dass sie merken, irgendwas passt nicht so richtig. Manche haben sicherlich auch schon die Ernährung angepasst oder umgestellt, aber ich glaube, viele sind gerade so am Suchen und suchen so nach der korrekten Lösung, nach der richtigen Lösung. Und das ist, glaube ich, das, so wie ihr das jetzt auch macht, das ist das, was wir in der Praxis auch erleben, dass das wirklich das ist, was den Durchbruch macht. Das bringt die Leute wirklich auf die Gesundheit und auf die richtige Schiene. Also das ist klasse, dass ihr das auch so erlebt und wiedergeben könnt. Jetzt, du bist schwanger gewesen, ihr habt einen kleinen Sohn, wenn ich das so sagen darf. Ja, ist gut. Genau. Und klappt das mit, also wir werden gleich noch konkreter zum Fermentieren, aber jetzt mal die allgemeine Ernährungsweise, klappt das mit dieser Ernährungsform auch dann mit Kind? Ja, also das klappt wunderbar. Ich muss aber auch dazu sagen, er ist jetzt 2¼ und es ist halt auch ein Alter, wo er da einfach auch viel sieht und entdeckt und Kinder wollen einfach alles ausprobieren. Ne? Und was er irgendwo sieht und probieren will, wir versuchen ihm da auch nichts. Einfach schon von der Einstellung, von einer gesunden Einstellung zum Essen, man will es einfach nicht. Da muss er halt einfach selber seinen Weg finden. Okay. Aber zu Hause ist halt unsere Ernährung, wie sie ist. Und er isst halt das, was er bei uns sieht, das ist vollkommen in Ordnung für ihn, aber wenn er jetzt mal bei irgendwo Freunden, Familie oder so andere Sachen sieht und essen will, dann isst er die eben auch und manche mag er eben nicht. Okay. Das muss man einfach entspannt sein, glaube ich. Ja, das ist richtig. Ich denke, das erzeugt sonst so einen hohen Druck, so ein Jeeper auf das Verbotene, dass es vielleicht irgendwann mal komplett kippen könnte. Genau. Ja. Absolut, ne? Dass wenn man das verwehren würde, dass er wirklich dann das in Massen vielleicht später essen würde. Ja. Und es ist ja trotzdem bedeutend besser, als wie wir vielleicht gelebt haben oder aufgewachsen sind. Ne? Also ich, wenn er mal eine Scheibe Fleisch irgendwo bekommt und die isst, ist das für uns jetzt kein Weltenlückern, dass wir sagen, das ist ein Riesenhammer und du bist jetzt wirklich hardcore vegan. Also da sind wir auf ihn nicht zu kaufen. Wir selber sind stringent, weil uns einfach das wichtig ist, aber wenn er einfach sagt, okay, die Oma ist vielleicht eine Scheibe Käse, und er möchte es gerne haben. Beziehungsweise, wenn er jetzt irgendwann vom Alter so weit ist, dass er das auch dann auch wirklich sagt, er möchte jetzt konkret das und das essen, macht er teilweise eben auch schon. Und tut man ihm das natürlich auch mit Sorgen ganz klar. Weil man weiß ja auch nicht, was geht in dem Körper gerade vor. Und wenn er auf bestimmte Sachen eben Lust hat, klar kann das zum einen einfach sein, weil es ihm gut schmeckt, wenn er jetzt eine Schokolade haben will oder so, aber da steckt ja auch immer irgendein Nährstoffbedürfnis dahinter. Ein Zeichen vom Körper sein, dass ich gerade einen Bedarf habe und vielleicht dann auch sinnvoll ist, diesen Bedarf zu befriedigen. Und wenn es halt irgendwo in einem Produkt drin ist, wo wir erstmal sagen, würden wir das wohl selber jetzt nicht essen. Ja. Korrekt, also klasse, super. So ist, glaube ich, die beste Herangehensweise, wie man da mit Kindern rangeht und eben ohne Zwang. Und dann entwickelt sich das, denke ich, ganz natürlich, dass sie irgendwann, Kinder machen ja die Eltern nach. Irgendwann, solange ihr zusammen, das ist immer das Schöne, wenn ihr als Eltern, als Vorbild einfach das Gleiche macht, dann ist für die Kinder das so natürlich und so normal. Das ist klasse, ja. Ja, die Kurve zum Fermentierten. Also wenn ich mich jetzt pflanzlich ernähre, wenn ich jetzt sage, okay, ich mache eine pflanzliche Ernährung, ich mache das auch gesund vegan, also jetzt nicht so irgendwie Trash-vegan, sondern wirklich gut pflanzlich und Hülsenfrüchte und gute Kräuter und all die Dinge. Wo kommt jetzt das Fermentierte da zum Zuge? Warum brauche ich fermentierte Sachen? Also das Fermentierte kommt ja eigentlich erstmal daher, dass man die reiche Ernte aus dem Sommer haltbar machen wollte für den Winter. Ne? Weil man sich natürlich das ganze Jahr versorgen musste, die Sachen aber nur im Sommer gewachsen sind, teilweise zumindest. Das gibt natürlich auch Wintergemüse.
So, und dieser ganze positive Nebeneffekt war eben, dass ich mich wirklich das ganze Jahr quasi mit heimischem Gemüse, ich bleibe jetzt einfach mal beim Gemüse, versorgen konnte. Es war eben nicht totgekocht, es waren noch viele Nährstoffe, Vitamine, Enzyme, Mineralstoffe, Mineralien sind eben erhalten geblieben, dadurch, dass man ja auch das nicht erhitzen musste, sondern dass eben eine Sedierung stattgefunden hat. Und nochmal der ganz große zusätzliche Benefit war ja, dadurch, dass ich ja so ein Milieu schaffe, wo eben nur die guten Bakterien drin überleben, die Milchsäurebakterien, ja, die Milchsäure produzieren, was das Ganze wiederum haltbar macht, führe ich meinem Darm auch noch wertvolle probiotische Bestandteile dazu. Unterstützt meine gesamte Darmflora, baut mein ganzes Mikrobiom auf oder aus oder unterstützt es eben, auch wenn ich mal vielleicht eine Krankheit hatte oder so, wo das vielleicht alles ein bisschen gelitten hat. Aber auch so natürlich, wenn ich mich vielleicht auch mal eine Zeit lang nicht so gut ernähre oder so, ist es natürlich einfach auch wichtig, einen starken und gesunden Darm zu haben. Ja. Oder jetzt eben auch gerade, wenn man sich vegan ernährt, vielleicht auch keine Joghurts und sowas isst. Ne? Da sind ja auch Probiotika drin. Da gehen wir jetzt mal davon aus, wir essen Rohmilchjoghurt, was ja wahrscheinlich auch die wenigsten machen oder machen können. Aber grundsätzlich ist das ja eben auch ganz wichtig für den Körper. Ja, ja, da fällt mir gerade ein, so diese blöde Werbung von diesem Joghurt, ich will jetzt keinen Namen nennen, aber diese Joghurtfläschchen, die man da trinken soll, um Bakterien in den Darm zu bringen. Und da ist, glaube ich, nachgewiesen, dass kaum was drin ist und irgendwie eher dem Darm schadet, als ihm gut tut. Ja. Die Menge Zucker ist drin. Ja, genau. Und ich meine, das kostet alles Geld, das kann jeder wirklich auch selber fermentieren. Natürlich gibt es bei uns Produkte zu kaufen, aber wir sind ja auch wirklich, unser Ziel und Mission ist ja wirklich, dieses Thema wieder publik zu machen, bekannter zu machen. Wie ich selber gesagt habe, ich sag mal, für die Generation von meiner Oma, die jetzt 95 wird, die kennen das noch alles, ne? Selber Sauerkraut oder Gemüse von wieder haltbar zu machen. Aber danach gab es natürlich dieses tolle Angebot des Supermarkts. Für was soll ich mir denn jetzt die Zeit nehmen und Gemüse für den Winter haltbar machen? Ja. Das gibt so alles zu kaufen. Ja. Und dass es einfach wieder bewusster wird, auch bekannter wird, das ist uns extrem wichtig. Und jeder kann daheim selber fermentieren und Gemüse ist nicht teuer. Ja. Jeder kennt zumindest den Preis. Von einem Weißkohl, wenn man zum Beispiel Sauerkraut fermentieren möchte, dann braucht man Salz dazu und dann Zeit. So, und das war es gewesen. Das ist alles bedeutend günstiger als diese Flaschen, von denen du zum Beispiel gesprochen hast, die beworben werden. Ne? Mhm. Und es hat wenigstens auch eine Funktion. Ich kann mein eigenes Superfood daheim kreieren. Ne? Und ich weiß selber, was ich dann reingemacht habe. Mhm. Der Begriff ist gerade, der ist klasse, das Ganze mal Superfood zu nennen. Oma Superfood. Ja, genau. Also das ist ja wirklich, ja klar, weil alles erhalten bleibt. Das ist das, was du vorhin angesprochen hast, Maria, das ist das Kochen, das Einkochen quasi, das ja eine gängige Variante auch war. Und selbst wenn ich Gemüse in Gläsern kaufe, das ist ja auch eingekocht. Ja. Das ist kaputt. Das ist ja, da ist ja kaum noch was drin, was wirklich lebt. Die Biophotonen werden, glaube ich, auch zerstört durchs Kochen. Und also das bleibt nicht mehr viel erhalten an Lebendigkeit und an lebendigen Enzymen. Ja. Das ist durch das Fermentieren, glaube ich, bleibt das erhalten. Fermentieren, was passiert da, wenn was fermentiert? Was läuft da? Ja, also es ist ein Gärprozess und jetzt im speziellen Fall der Milchsäuregärung, weil unter Fermentation fallen ja noch viele andere Sachen. Bier ist ja auch ein Fermentationsprodukt und so weiter. Okay. Jetzt im Fall der Milchsäuregärung oder Hefegärung, sowas gibt es ja auch alles. Ne? Jetzt im Fall der Milchsäuregärung ist es so, dass die Milchsäurebakterien, sobald der gesamte Sauerstoff im Glas, so, weil ich immer das im Glas so diesen Luftraum zeigen will irgendwie, sobald dieser ganze Sauerstoff im Glas verbraucht ist, der Sauerstoff wäre jetzt das, was den Schimmel begünstigen würde, die Schimmelbakterien. Okay. Haben wir einen Gärverschluss und wenn dann die ganzen Bakterien den Sauerstoff sozusagen verbraucht haben, haben die Fäulnis- und schimmelbildenden Bakterien keine Chance mehr, die gehen kaputt. Und die Milchsäurebakterien, die eben dieses sauerstoffarme Milieu mögen und brauchen, die beginnen die Kohlenhydrate in dem Gemüse, also das ist denen ihre Nahrung, ja, die verstoffwechseln das zur Milchsäure, der pH-Wert sinkt dadurch und dadurch habe ich eben auch diese Konservierung. Wir haben quasi richtig Low, Low, Low Carb Produkt dann dadurch auch, ne, weil die ganze Kohlenhydrate schon abgebaut und aufgespalten sind, was es dann auch wieder bekömmlicher macht für die Verdauung. Manche Menschen haben halt einfach auch Probleme mit Rohkost, weil sie
das überhaupt nicht gewöhnt sind, das zu essen. Das ist einfach zu viel für den Darm. Ja? Also ich sage auch immer gerne so Pudding-Veganer oder so. Ne? Also wenn ich mich nur so von Fertigprodukten und sowas und total ballaststoffarm ernähre, Gemüse ist ja auch sehr ballaststoffreich von Haus aus, dann muss ich meinen Darm da auch erstmal ein bisschen umstellen und dran gewöhnen. Ja. Aber das Milchsaure macht es eben auf jeden Fall bekömmlicher und leichter verdaulich. Also wir kennen auch Leute, die können keinen Kohlrabi essen, aber einen fermentierten Kohlrabi können sie wunderbar essen. Okay. Ja, oder wir hatten auch mal eine Kundin, die hatte einen Schlauchmagen. Ich kenne mich da medizinisch jetzt nicht so hundertprozentig aus. Also das ist anscheinend auch nichts, was man von Geburt aus hat, weil ich glaube, das musste irgendwie operiert werden, ja, aufgrund einer Vorgeschichte. Und die konnte fast nichts essen. Schon gar kein gemischtes Gemüse. Also wenn sie irgendwie Gemüse miteinander gemischt hat, verschiedene Sorten, hat die ganz arge Probleme gehabt, überhaupt was zu finden, was sie vernünftig essen konnte. Und mit den Milchsäureprodukten war sie richtig glücklich, dass sie da mal wieder was hatte, was sie echt gut, was ihr gut geschmeckt hat und was sie auch problemlos essen konnte. Also das hat schon echt vielen Leuten geholfen. Wie ist das mit Menschen, die jetzt so Darmentzündungen haben oder ähnliche Dinge, so Magenschleimhautprobleme, Gastritis oder solche Sachen? Können die sowas essen auch? Ja, auf jeden Fall. Diesen konkreten Fall hatten wir jetzt, glaube ich, noch nicht, aber wir hatten mal das Kind von der... Ja, stimmt, von der Frau. Genau, ein Kind, das hatte eine entzündete Speiseröhre, hat auch so gut wie nichts gegessen, konnte nichts essen. Ja. Hat sie irgendwann angefangen, eben mit unserem, weiß gar nicht, was sie genau gegessen haben, Sauerkraut oder so, jedenfalls fermentiertes Gemüse von uns bekommen. Und das haben die am Anfang immer so ein bisschen in Kartoffelbrei eingebettet, so vermischt halt einfach, ne, und das ist dem Kind nach und nach gegeben und es wurde immer besser, es hat total geholfen. Wow. Also ja, also selbst was sich vielleicht erstmal schmerzhaft wahrscheinlich auch anhört für jemanden, der es vielleicht nicht hat, Gott sei Dank, und sich denkt, oh Gott, da kann ich mir doch jetzt nicht so was Saures reinpfeifen, wenn das irgendwie entzündet ist, aber ist wirklich sehr heilsam auch, ja. Das ist super, ja. Ja, ich weiß aus der medizinischen Sicht ja, dass ganz viele Darmkrankheiten und gerade bei den Kindern zusammenhängen damit, dass das Dünndarmmilieu nicht optimal ist. Also gar nicht so sehr das Dickdarmmilieu, sondern das Dünndarmmilieu. Und die fermentierten Lebensmittel sind ja vor allen Dingen, soweit ich das weiß, mit den Milchsäurebakterien sehr gut für das Dünndarmmilieu. Ja. Und das ist, glaube ich, ein großer Zugewinn, ja. Gerade bei Kindern, die gestillt werden, die nicht gestillt werden oder die per Kaiserschnitt zur Welt gekommen sind, also die von vornherein einen schlechteren Start hatten, Darmbakterien zu entwickeln. Ja, klasse. Wie ist es überhaupt bei Kindern? Also ab welchem Alter können Kinder das essen? Sobald sie es essen wollen, sage ich jetzt mal, unter einem Jahr sollte man ja ein bisschen vorsichtig sein mit Rohkost. Das handhabt der eine strenger, der andere weniger. Wir haben im Grunde schon Rohkost gegeben, als er noch kleiner war. Aber es war tatsächlich so, dass er auch erst so mit einem Jahr ungefähr so richtig angefangen hat, auch so am Familientisch zu essen und so. Ne? Vorher ein bisschen spezieller. Und er wollte dann sofort auch Kraut essen bei uns. Ne? Also was wir gegessen haben, da war er ganz scharf drauf. Und das, da ist er auch noch abgefahren und mag das auch immer noch. Und er liebt es, auch diesen Saftbad zu trinken. Also... Okay. Saft, Sauerkrautsaft, sowas alles, das mag er total gern. Und er hat auch so ein Gemüsegläschen, er isst dann auch Kraut und dann fängt er aber immer an, diesen Saft, der da noch so ein bisschen unten drin ist. Und er sagt dann auch, er verlangt schon auch mal nach Kraut. Das ist schön. Aber wirklich da auch einfach auf die Kinder achten, entweder sie wollen es oder sie wollen es nicht. Und irgendwann wollen sie es dann halt schon mal, ne, wenn der Körper sagt, er braucht es jetzt vielleicht auch. Ich denke, das ist vor allen Dingen, das ist eigentlich das Optimalste ist, wenn das Kind noch nicht verdorben ist, vielleicht das falsche Wort, aber wenn es von Anfang an konfrontiert wird mit diesen Formen von Lebensmitteln, weil es dann das kennenlernt und auch den Geschmack in die Richtung entwickelt und einfach Lust hat, dann sowas zu essen. Ja. Wie geht es oder welche Erfahrungen habt ihr jetzt mit Kindern speziell, die, ich meine, bei Erwachsenen kann man sagen, okay, die haben ein eigenes Interesse, jetzt gesund zu werden, und können mit ihrem Willen quasi vielleicht erstmal so Geschmackshindernisse überwinden. Aber bei Kindern, die jetzt so 5, 6, 7 Jahre alt sind und bisher so konventionell gegessen haben, so irgendwie Fischstäbchen mit Pommes und sowas, wie kann man die da gezielt ranführen an die fermentierten Lebensmittel? Ich glaube, in dem Alter könnte es sogar einfach noch relativ gut funktionieren. Also
Wir haben einige Kinder im Freundes- und Bekanntenkreis, die das einfach total gerne mögen. Da sind welche dabei, wo die Eltern sich jetzt oder wo die Familie sich jetzt besser annähert und manche, wo eben nicht so drauf geachtet wird. Aber ich muss echt sagen, durch die Bank weg hat jetzt eigentlich jeder immer berichtet, dass die Kinder das mögen. Also ich glaube, dass in dem Alter der Geschmack noch nicht so konditioniert ist. Okay. Bin genau. Ich jetzt mal der Meinung. Wir beliefern auch eine Gruppe bestehend aus Kindern, so würde ich sagen im Alter von 5, 6, 7 Jahren. Mhm. Und die Leiterin, die hat bei uns jetzt so ein Abonnement einfach abgeschlossen, weil die Kinder einfach dieses Kraut so lieben. Ne? Und die kommen aus, ich sage jetzt mal, schwierigen Verhältnissen. Ja, zum A, sozial, nicht asozial, sondern A, aus sozial schwierigen Verhältnissen teilweise und B, sind das auch Leute, die sich nur mit Ernährung befassen, größtenteils. Das Schöne, was jetzt eigentlich hier passiert, ist, dass selbst jetzt die Erwachsenen, also sprich die Eltern, darauf aufspringen, ne? Dass mal gesehen haben, Mensch, die Kinder essen da was, sie probieren was. Und ich glaube, das ist immer das Wichtige, anbieten. Mhm. Also nicht dogmatisch sagen, du musst, das gehört zum Gesundheitsprozess dazu, du musst jetzt fermentiertes Essen, sondern ausprobieren. Und ich bin der Meinung, gerade diese Intuition und das Zeigen des Körpers, ich brauche das. Mhm. Und Kinder natürlich bedeutend stärker ausgeprägt als bei uns 30-Jährige, die halt wirklich dann 30 Jahre konventionell gegessen haben. Ne? Und ich bin immer der Meinung, dass der Körper sagt, was er gerade eben braucht. Und da auch wirklich entspannt zu sein und ne, auch selber für einen selber und auch für ein Kind, wenn das Kind das heute nicht haben möchte, das fermentiert, dann ist es halt so. Das ist überhaupt nicht schlimm. Irgendwann wird das auch wieder kommen. Es gibt auch einfach bei uns selber so Perioden, wo wir Heißhunger auf irgendwas haben, was nicht ganz viel Dürren essen. Ja. Oder dann wieder das bedeutet mehr essen. Oder Zwetschgen. Oder Zwetschgen. Ja, und dann war es Schluss. Dann konnten wir nicht eins Zwetschgen mehr. Genau, Zwetschgen. Ich habe die echt gebraucht. Ne? Und dann war es echt komplett. Ne? Also da hat unbedingt der Körper was gebraucht, was da drin ist. Und das ist doch absolut in Ordnung. Ja. Aber ich denke, der beste Weg ist, um das Kindern näher zu bringen, ist einfach es vorzuleben. Ja. Ich denke, ich halte nicht viel davon, das ist alles schön und hübsch und da ist auch Freude einfach dabei. Aber wenn man jetzt Kindern versucht, das Essen schmackhaft zu machen, indem man irgendwelche schönen Bildchen auf den Teller legt oder so, oder das Flugzeug spielt oder was weiß ich, Klassiker, ne? Da bin ich echt kein Fan davon, weil entweder das Kind will es essen oder es will es eben nicht essen. Und wie gesagt, wenn ich das einfach vorlebe, dann kommt das Interesse von ganz allein. Könnte es sein, dass eventuell sogar die Kinder das Fermentierte lieber essen als normales Gemüse? Habt ihr da Erfahrungen? Weil das ist so ein bisschen, wenn ihr sagt, diese Kindergruppe, die steht jetzt total da auf dieses fermentierte Gemüse. Ich kann mir vorstellen, in Kindergärten, wo einfach nur normales Gemüse angeboten wird, dass es öfter liegen bleibt. Ja. Also gibt es da so ein, habt ihr da Erfahrungswerte irgendwie? Genau, das können wir natürlich jetzt nicht irgendwie belegen, aber ich habe auch das Gefühl, es ist natürlich, wenn wir jetzt Karotte als Beispiel nehmen, ne? Die Kinder haben noch kleine Zähne, das ist alles ein bisschen auch natürlich anstrengender, das zu essen und zu zermalmen. Und das Fermentierte, also unser Kleiner, das ist ja nicht die Butterweich. Nee, aber unser Kleiner, der schluckt ja fast mal. Also das ist ja auch, wenn er Zähne hat, aber es ist ja schlimmer als sein Vater. Aber bei allen, ne, ist er sehr schnell am Essen und einmal kauen weg ist das. Und ich glaube, deshalb kommt das auch sehr gut an. Aber ich kann jetzt auch nicht sagen. Vom Gefühl her würde ich es aber auch sagen, und ich muss sagen, es kommt auch nicht von ungefähr, weil ich esse auch fermentiert. Ah ja. Nicht alles, ne? Aber gerade zu Karotten kann ich immer nicht so viel abgewinnen. Aber wenn ich so fermentierte Karottensticks habe, dann die kann ich schon eher essen, muss ich sagen. Wenn jetzt in den fermentierten Produkten die Kohlenhydrate quasi verbraucht sind und ich esse jetzt dieses fermentierte Essen, brauche ich dann, oder wahrscheinlich brauche ich dann noch irgendeine andere Kohlenhydratkomponente, damit der Körper Glukose kriegt, oder ist das richtig? Ja, im Prinzip schon. Ich meine, Gemüse ist ja jetzt eh nicht der Kohlenhydratlieferant schlechthin, ne? Aber wenn ich jetzt nicht gerade mich low carb ernähren muss, weil ich jetzt vielleicht eine bestimmte Kur gerade mache oder so, für den Darm gibt es ja viele Ansätze, oder es gibt auch Krankheitsbilder, wo die da drauf achten müssen, dann gucke ich natürlich, dass ich da einfach noch Kohlenhydrate esse, ne? Dass ich irgendwelche Cracker oder so vielleicht noch habe. Das muss man ja nicht dazu essen, aber irgendwo am Tag hat man immer irgendwie nochmal seine Kohlenhydratquelle. Ne? Aber es ist eben dadurch auch schön geeignet für Leute, die, es gibt wirklich Leute, die noch nicht mal Gemüse essen können aufgrund des Kohlenhydratanteils. Ja. Das Fermentieren.
Wie aufwendig ist es, wenn ich jetzt sage, also die eine Möglichkeit ist ja, das ist jetzt auch schon, so wie ich es erfahren habe, ihr habt es geschafft, in Deutschland einen Shop zu kreieren, wo man fermentierte, gute Lebensmittel bestellen kann. Wenn man jetzt sagt, ich bin 24/7, ich bin busy, ich habe keine Zeit, ich komme nicht dazu, mich damit zu beschäftigen, aber ich will das haben, dann kann man das bei euch ordern und ihr habt dann so coole Kisten auch, wo man probieren kann und dann gibt es die Möglichkeit, das einfach zu bestellen und fertig. Aber wenn ich es selber machen möchte, wie geht es? Also, es ist kein Experiment. Wie aufwendig ist das? Im Prinzip brauche ich nur mein Gemüse, das ich fermentieren möchte. Ich stückel mir das in der Kleinheit, wie ich das haben möchte, entweder ganz fein gehobelt, geraspelt oder eben auch grob geschnitten. Mhm. Entweder vermische ich es dann mit dem Salz, wenn ich es ganz fein geschnitten habe, so wie beim Sauerkraut eben, muss es ein bisschen kneten, ein bisschen drücken und dann wird es in das Fermentierbehältnis schön stopfen. Und dann ist der blödeste Teil das Warten, ja, die Geduld haben einfach. Man muss einfach diesen Prozess abwarten, den kann ich nicht beschleunigen. Ich kann ein bisschen darauf einwirken mit Salz und Temperatur, aber viel mehr ist es dann eigentlich nicht. Also ich sage mal, es ist nicht aufwendiger als einen Salat machen. Ich kann es dir auch mal zeigen. Ja. Nehmen wir das hier zum Beispiel. Das ist ein Fermentierglas, dann wo das reinkommt. An sich jetzt sowas zu schneiden, ist schnell gemacht und auch einzulegen und Wasser mit Salzlake drauf zu füllen. Das ist, ich sag mal, innerhalb von 10 Minuten entspannt möglich, wirklich. Und wenn man wirklich beeilt, innerhalb von 5 Minuten, wie Maria schon sagt, dann ist halt das Warten, die Fermentation in Gang geht, Gang kommt, das dauert dann ungefähr wirklich 7 Tage, wo man sagt, das wird dann unter Zimmertemperatur stehen und danach kommt es an einen kälteren Ort. Und je nachdem, was ich natürlich eingelegt habe, ist es unterschiedlich lange, dauert die Fermentation unterschiedlich lange. Bei Sauerkraut sagen wir persönlich 8 Wochen, obwohl es gibt auch welche, die bedeuten weniger, das Sauerkraut dann stehen lassen, aber der Vorteil davon ist einfach, unser ist ja extrem mild, schön weich, ne, und das ist nochmal eine ganz andere Geschmacksentfaltung. Okay. Aber wenn du irgendwas mit Chinakohl einlegst, das kannst du auch schon mal nach 14 Tagen probieren, oder zum Beispiel jetzt saure Gurken, ist ja Gurkenzeit jetzt müssen gewesen, das geht super schnell nach der Woche. Oder Pilze zum Beispiel, das ist einfach, weil natürlich sehr wasserhaltig ist und dementsprechend schon da anläuft und das Gemüse sehr schnell weich wird. Ich wollte noch dazu was erklären, das ist jetzt eben nicht, dass ich das gesalzen habe und geknetet habe, sondern das habe ich nur lose rein und da habe ich eine Salzlake, also eine Salzlösung, das in Wasser gelöst, aufgefüllt. Das wäre die Variante, wenn ich es jetzt eine grobere Stückelung habe. Das auch nochmal zu erklären, Maria hat da was vom Gärverschluss erzählt, also hier oben, das ist dann, also der Druck kann entweichen, das ist wichtig, damit das Glas auch nicht platzt und da ist wirklich Megadruck dahinter, also nicht nur so ein bisschen, sondern die arbeiten ordentlich da drin, aber es kommt kein neuer Sauerstoff rein, das ist halt wichtig, dass wir wirklich ein anaerobes Milieu schaffen, also jetzt ist es zu und wenn drin Druck ist, dann geht das kurz auf, aber es kommt nichts Neues rein. So ist die Technik und das ist halt super easy daheim, wirklich selber möglich, das zu kreieren. Klasse. Und diese Gläser mit Gärverschluss gibt es theoretisch auch bei euch im Shop? Genau, nicht nur theoretisch, auch praktisch, genau. Ich sehe die zum ersten Mal. Ich habe das, also wenn ich mich damit mal beschäftigt habe, mit dem Thema Fermentieren, da gab es immer alle möglichen wilden Theorien, dann mit Handtuch und Stein und also auch so vielleicht alte Techniken, aber das sehe ich jetzt zum ersten Mal. Diese Bügelglasgläser waren auch so eine Idee, dass man das so zuschnappt und dann irgendwie das automatisch entweicht oder so. Aber ich finde, das ist eine mega elegante Lösung mit diesem Gärverschluss. Ja, also wir haben ja wirklich da mehrere Jahre auch ausprobiert. Es ist ja nicht so, dass wir von heute auf morgen perfekt fermentiert haben. Wir haben auch viele Fehler gemacht. Es hat oft geschimmelt und wir haben 1000 Sachen ausprobiert. Von, wie schon sagst, das mit der Schnappverschluss, also Bügelverschlussgläser. Ja, ne? Das ist so richtig, genau. Dann Steingefäße, ne? Dann auch mal mit Murmeln versucht als Beschwerung oder Ton und. Aber wir haben im Endeffekt für uns so das Perfekte gefunden. Wir wollten halt, dass es extrem schnell auch zu säubern geht. Das ist halt Glas für uns so ein wichtiger, hochwertiges Produkt. Ja. Und es einfach auch wirklich Spaß macht und schnell geht. Ja, und irgendwie selbsterklärend ist. Und deshalb haben wir einfach da so ein Set kreiert, was wirklich auch super bei unserer Community ankommt, die auch wirklich mega erfolgreich dadurch fermentieren. Weil wir wollen im Endeffekt ja, dass die Leute erfolgreich fermentieren, nicht nur ein gutes Mal.
Ja, und dann macht es auch Spaß. Ne? Wenn es klappt und du hast am Ende ein Produkt, dann macht es auch Spaß. Ja. Ja. Wenn das von Sauerteigbrot, ich habe schon mal versucht, Sauerteigbrot zu backen und ich bin, glaube ich, schon 5-mal gescheitert. Das liegt wahrscheinlich an mir. Ich kenne Leute, die können erfolgreich Sauerteigbrot backen, ich nicht. Der wird irgendwie nie was. Und das beim Fermentieren, das wäre natürlich dann blöd, wenn das nicht so läuft. Aber das ist natürlich klasse. Wenn ich jetzt sage, ich habe das an einem Zimmertemperaturort, das ist noch in Ordnung. Was heißt es jetzt an einem kühleren Ort? Brauche ich da spezielle Temperaturbedingungen oder wie kann ich das herstellen in der Wohnung? Im eigenen Haus ist ja meistens so, dann hat man irgendwo einen Keller, wo man es reinstellen kann. Wenn ich jetzt in der Mietwohnung wohne, was gibt es da für Möglichkeiten? Also optimal wäre wirklich der Keller, weil wenn es ein klassischer Keller ist, auch wie bei meiner Oma, ne, der hat dann so 16 bis 18 Grad, das ist so die perfekte Temperatur ab der zweiten Woche. Genau, wenn du jetzt keinen Keller hast, dann suchst du einfach den kältesten Ort in der Wohnung oder vielleicht draußen auch im Treppenhaus. Okay, ja. Da gibt es ja immer irgendwie auch mal ein Schlafzimmer, was doch nochmal 2-3 Grad kühler ist. Es ist wichtig, dass du das Ferment aber dann nicht in den Kühlschrank stellst, weil da war der ganze Fermentationsprozess abrupt beendet und das wollen wir ja nicht, ne? Weil das wird zu kalt, weil so ein Kühlschrank hat so 8 bis 10 Grad, ja, manchmal sogar kälter und das wäre sofort wirklich alles gestoppt. Also dann lieber doch wieder wärmer als Keller, ja, aber auf keinen Fall Kühlschrank. Und das ist dann unsere Empfehlung. Also erstens Keller, wenn du sowas hast, ansonsten Treppenhaus und wirklich sowas wie Schlafzimmer. Ja. Und dann in den Kühlschrank, wenn es halt fertig ist. Ja. Dann kannst du in den Kühlschrank und sagst, so schmeckt es mir jetzt, so passt es mir, es soll jetzt nicht wesentlich schnell weitergehen, dann kannst du. Was ist, wenn es weitergeht? Jetzt beispielsweise Sauerkraut. Ich habe jetzt das 8 Wochen stehen lassen, aber wir haben jetzt, ich habe das angesetzt im September und ich möchte im Januar mein Sauerkraut essen. Geht das oder ist das unrealistisch? Das geht absolut. Ne? Das geht, das ist auch echt realistisch. Genau, du kannst es jetzt für dich weiter, wie gesagt, erstmal so lange fermentieren lassen, wo du sagst, jetzt wäre es echt perfekt zum Essen. Und dann stellst du wirklich in den Kühlschrank. Dann kannst du entspannt 4-5 Monate noch weiter essen. Also wir hatten auch Produkte, wir haben immer noch Spargel. Also Mai vor 2 Jahren, also 2017, haben wir es eingelegt. Das kannst du immer noch knacken, kannst du immer noch essen. Ja. Ihr lagert das im Kühlschrank so richtig? Oder? Weiter, ne? Das muss dir einfach bewusst sein. Es kann halt einfach sein, dass es sich weiter verändert und dir vielleicht irgendwann auch nicht mehr schmeckt. Aber es wird jetzt nicht schlecht oder verwärmen in dem Sinne. Ist es für die Gesundheit irgendwie schlechter, wenn es weiter gegärt hat? Also wird es dann irgendwie problematisch oder? Nee, gar nicht. Es wird dir halt einfach irgendwann nicht mehr schmecken. Schmecken, es ist vielleicht zu weich, die Konsistenz ändert sich. Das kann auch ein bisschen hefiger so werden im Geschmack. Das auch von der Optik her ist es nicht mal ganz so klar dann. Aber das ist wirklich ein langsamer Prozess, wenn er im Kühlschrank dann stattfindet. Draußen geht es natürlich schon. Ja. Und jetzt, was ich vorhin verstanden habe, ist, man nimmt das Gemüse, Wasser und Salz. Genau, eventuell. Dann weiß das Gemüse automatisch, das hat es in der Schule gelernt, jetzt muss ich fermentieren, oder? Ja, genau. Nee. Das machen natürlich die Milchsäurebakterien, ja, die sind schon im Idealfall eigentlich vorhanden, also die sind auch auf uns und in uns, die sind einfach da und eben auch auf dem Gemüse. Und genau, die sind da und mit diesem Gärgefäß und dem Verschluss schaffen wir einfach für die Bedingungen, dass sie aktiv werden können. Genau. Okay. Da gibt es natürlich noch andere Einflussfaktoren, also zum Beispiel auch darauf zu achten, Biogemüse zu kaufen. Wenn du mal die ganzen Pestizide drauf hast oder ja auch die Chemie ist, ich sag mal, die Wahrscheinlichkeit höher, dass Schimmel entsteht, ne? Dass die schädlichen Bakterien die Oberhand gewinnen, die Wahrscheinlichkeit ist höher. Das kann auch mal funktionieren, gar keine Frage, aber wir wollen ja mal direkt, dass es erfolgreich funktioniert in der Zeit. Gemüse die erste Wahl. Ich habe da nochmal einen Zusatz, weil das vielleicht manche kennen, würde ich das nochmal sagen. Es gibt auch den Ansatz, dass man Starterkulturen hinzufügt. Also ja. Molke. Ich habe meine Frage so ein bisschen abgezielt, ob ich da irgendwie sowas noch brauche. Also. Molke, Brotung, ein Saft von einem fertigen Ferment, also Sauerkrautsaft zum Beispiel. Fällt mir noch irgendwas ein. Oder manche kaufen sich auch irgendwelche Kapseln oder sowas und machen dann irgendwelche. Ja, oder so Tütchen habe ich schon gesehen, die man irgendwie zum Starten nehmen könnte. Genau. Kann man machen, machen wir aber überhaupt nicht. Also wir machen nur die sogenannte wilde Fermentation, wo wir das selbst in Gang kommen lassen, weil es einfach ein viel besseres Ergebnis dadurch wird und es einfach auch nicht notwendig ist, wenn man ein paar Regeln beachtet. Ne? Und du überspringst auch nicht die ganze Bakterienentwicklung. Es finden ja gewisse chemische Prozesse statt. Und die würdest du überspringen, wenn du im Endeffekt schon Starter dazu gibst. Ne? Genau. Das ist ja dann schon, also jetzt zum Beispiel vom Sauerkrautsaft, wenn du den reinmachst, das ist ja das fertig fermentierte Produkt und da stehen eigentlich
am Ende andere Bakterien als zu Beginn der Fermentation. Wenn ich das fertige Produkt schon am Anfang reingebe, es wird was werden, es wird fermentieren. Aber so diesen ganzen wichtigen Prozess für die natürliche Fermentation mache ich dadurch ein bisschen kaputt und man merkt es einfach auch im Geschmacksergebnis. Das hört sich total cool an. Gemüse habt ihr schon gesagt, da kann man irgendwie ganz viel fermentieren. Also es ist jetzt nicht nur auf Kraut ausgelegt, sondern Karotten, Zucchini, kann ich alles fermentieren. Genau, im Endeffekt, also wir haben so eine Regel für uns einfach, wir fermentieren alles, das was wir auch roh essen würden. Ne? Oder das ist alles, was wir roh essen. Das heißt, eine Kartoffel essen wir jetzt nicht roh, eine Aubergine auch nicht, also was nehmen wir dann zum Beispiel nicht. Auch Bohnen fermentieren wir nicht. Okay. Bleiben sich auch die Beiß da, einige fermentieren es oder kochen genau, die vorher. Aber unser ist ja der Ansatz, im Endeffekt das roh zu fermentieren. Aber schlussendlich, es gibt eigentlich wirklich keine Grenze. Du kannst auch alles ja miteinander auch kombinieren. Du musst ja jetzt auch nicht mono fermentieren, dass ich sage, jetzt nur Karottensticks und nur die Gurken. Du kannst China-Kohl mit Karotten machen. Ne? Das ist zum Beispiel auch ein Wurzelkrautmix. Das ist eine Kombination aus rote Beete, Rotkohl und Weißkohl. Ne? Also du kannst dich austoben, du kannst Gewürze dazugeben, du kannst es scharf machen, ja, du kannst Dill dazugeben. Also von daher, du kannst da unendlich viele Geschmackskreationen für dich kreieren und es ist im Endeffekt auch wirklich immer ein Unikat, weil du es ja immer auch steuern kannst über die Temperatur, über die Dauer, über die Salzmenge, über die Zutaten und die Gewürze. Über die Gewürze, genau. Also und dementsprechend schmeckt es jedes Mal anders. Cool. Hört sich total gut an. Kann ich Obst eigentlich auch fermentieren? Kannst du. Also kann man auf jeden Fall. Uns schmeckt es jetzt nicht so gut, weil der Geschmack ist doch ein ganz anderer. Obst ist ja doch sehr süß. Jetzt, wenn man jetzt Beispiel mal Pflaume nehmen. Pflaume ist sehr süß und wenn du die fermentierst, ist das ganze Süße, ist der Zucker weg. Du hast natürlich auch mehr Alkohol. Genau. Ja. Das ist ein Geschmack, der sehr speziell ist, ja, weil bei Gemüse ist es immer noch... Es ist sicherlich Ansichtssache. Genau, ja, genau, das ist unsere persönliche Sichtweise. Aber Gemüse ist immer noch ähnlich und bei Obst ist es wirklich geschmacklich was ganz anderes. Und du sagst, die alkoholische Gärung, die tritt ja dann auch Kraft. Ja, okay, ja, das ist gut. Das ist mehr eine Bohle wahrscheinlich irgendwann. Ich glaube, eine Bohle schmeckt besser. Ja, aber eine Bohle ist einfach, wir haben tonnenweise Brombeeren. Die eine Möglichkeit wäre, weil wir machen keine Marmelade wegen dem Zucker. Wir haben noch keine optimale Zuckerlösung gefunden. Und ohne Zucker Marmelade hält einfach nicht lange. Also das können wir nicht so lange haltbar machen. Jetzt habe ich sie mal eingefroren über Jahre, immer wieder so in Tüten dann eingefroren. Ist eine Option. Aber das Fermentieren wäre spannend, nur keine Ahnung, wie fermentierte Brombeeren schmecken. Das wäre mal... Oh, ich glaube nicht, dass du... Probier es aus. Ja, probier es aus, wie du dir eine Freude machst. Okay. Ich meine, man kann ja so viel fermentieren. Es kommen auch mal die Fragen, kann ich Wildkräuter fermentieren? Natürlich kann ich das machen. Aber die Frage ist immer, ist es auch sinnvoll? Weil zum Beispiel Wildkräuter ist ja das Frischeste, was gerade eben aus dem Boden rauskommt. Mhm. Und ich glaube, dass das einfach sinnvoll ist, das sofort zu essen. Ja. Und wie gesagt, die Sinnhaftigkeit dahinter war ja gewesen, bei der Fermentation Gemüse für den Winter haltbar zu machen. Ja. Und nicht Obst für den Winter haltbar zu machen. Ne? Und ich glaube, das haben schon die Menschen früher oft ausprobiert. Das ist ja auch nichts, was jetzt Maria und Marco erfunden haben. Das wurde schon damals bei der chinesischen Mauer alles zu sich auch genommen. Ne? Oder bei der Überfahrt über die Meere hat man auch Sauerkraut genommen. Ich glaube, da sind die ganzen Tests auch diesbezüglich schon erfolgt. Okay. Ja, sehr schön. Ich habe noch eine Frage und zwar, ich kann mich erinnern, zwei Fragen noch. Einmal, wenn ich Sauerkraut, als ich angefangen habe, so Sauerkrautprodukte zu essen, hatte ich echt richtig Probleme mit der Verdauung. Also Blähungen und irgendwie, das war Wahnsinn. Und dann, das hat so gut geschmeckt. Ich habe vielleicht auch einfach zu viel gegessen. Aber was gibt es da für einen Tipp, den ihr geben könnt, wenn sowas passiert? Ist es krank oder habe ich dann ein Problem im Darm oder was ist da los? Nee, ich glaube, der Darm hat wieder was zu tun. Ne? Mhm. Also gerade natürlich beim rohen Sauerkraut, sagen, was wir anbieten, sind ja einfach viele Menschen nicht gewohnt. Der Darm bekommt meistens immer Magen-Darm bekommt meistens auch immer gekochtes Zeug, ne, wo er nicht wirklich viel zu tun hat, ne, wo er das im Halbschlaf so verarbeiten kann. Und nun bekommt er was hochköstliches. Das Gleiche wäre ja auch, wenn du hochköstlichen Kohlrabi zu dir nehmen würdest. Auf einmal muss er was machen. Er muss ja alles wirklich richtig schön klein machen. Das ist alles bedeutend fester. Dementsprechend gibt es am Anfang auch bedeutend mehr Blähung. Es ist einfach so, ne? Der Darm hat bedeutend mehr zu tun. Ja, was ja aber auch gut ist, ne? Weil Sport, eine Bewegung ist ja wirklich auch erstmal gut für den Körper. Aber das ist jetzt überhaupt nicht krank gewesen, ne? Sondern dein Darm hatte wieder was meines Erachtens zu tun.
Beziehungsweise je nachdem, das muss man natürlich auch im Einzelfall, das kann natürlich auch daran liegen, dass es vielleicht eine ungünstige Kombination von Lebensmitteln gab. Mhm. Kann natürlich auch sein. Genau. Ne? Also wenn ich jetzt Sauerkraut esse, danach Melone, das ist jetzt eine Kombination, die jetzt da auch nicht ganz so gut ist. Okay, okay, ja, gut. Kann es sein, dass wenn jemand jetzt Schwierigkeiten hat, das am Anfang zu vertragen, kann er dann durch kleine Mengen sich dran gewöhnen, dass er dann nach und nach mehr verträgt, also einschleichen quasi? Auf jeden Fall, ja. Ist sogar unsere Empfehlung, also immer auch lieber kleiner anzufangen. Ne? Ja. Also auch erstmal wirklich zu riechen. Mhm. Ne? Also die Nase ist auch ganz wichtig. Die Nase ist auch nicht ohne Grund über dem Mund. Ne? Da hat sich ja, wer auch immer uns geschaffen hat, nicht wirklich was dabei gedacht, ne? Das erstmal zu riechen. Und wenn ich jetzt rieche und es riecht für mich nicht gut, dann esse ich es auch erstmal nicht. Mhm. Und genauso ist es auch andersrum. Genauso ist es ja auch andersrum, ne? Wenn es mir nicht gut schmeckt, dass ich das ausprobiere und dann wirklich sukzessive peu à peu mehr esse. Ja, Entschuldigung, das Beste ist einfach, wie du versuchst, beim Reden zu riechen. Ja, das ist ein Sprechen, das ist eine Aufgabe. Die zweite Frage, die noch, wie mir vorhin gekommen ist, Sauerkraut gibt es ja im Supermarkt. Sagt bitte noch einen Satz zum Sauerkraut aus dem Supermarkt. Ja, es schmeckt gut. Echt? Also ich habe es früher immer gerne gegessen, ja. Aber ich habe auch immer lieber rohes Sauerkraut gegessen, wenn man es mal irgendwie beim Bauern oder auf dem Markt oder so bekommen hat. Das habe ich schon immer lieber gegessen, auf jeden Fall. Nein, aber als wir jetzt noch so Bratwurst und sowas gegessen haben, dann haben wir das auch gegessen. Ein Problem ist natürlich, dass es erhitzt wurde. Es wurde hoch erhitzt, pasteurisiert. Das heißt, es sind einfach viele Vitamine schon kaputt gegangen. Mhm. Ein zweites Thema beim konventionellen Supermarkt-Sauerkraut ist, es ist nicht wirklich fermentiert. Es sind auch einfach Sachen zugesetzt, die wir da nicht drin haben wollen. Entweder Essig oder Zucker oder irgendwelche Kulturen, die wir da nicht drin haben wollen eigentlich. Also es ist eben nicht so ein Slow Food, wie wir das jetzt bevorzugen, dass wir dem ganzen Gärprozess wirklich auch die Zeit geben, die er braucht, sondern das ist wirklich ultra kurz hergestellt, ist dann wahrscheinlich auch wirtschaftlich für die Firmen gar nicht anders machbar. Und dann wird es eben nochmal erhitzt. Also wir haben von vornherein schon kein wertvolles probiotisches Produkt und dann wird es noch getötet. Das heißt auch, die Bakterien sind da nicht so enthalten wie jetzt im selbstfermentierten. Naja. Ja, also, wenn man die Sachen kocht, man kann sie kochen, aber dann habe ich natürlich nicht die Bakterien. Damit. Sauerkraut aus dem Supermarkt ist tot. Mhm. Heißt auch, wenn ich selber fermentiere, sollte ich die Sachen nicht nochmal erhitzen danach? Wenn es geht, nicht. Also wir hatten auch mal eine Anfrage, die wollte das auch ganz gern warm essen. Man kann es sicherlich leicht erwärmen, sollte aber vielleicht darauf achten, dass es jetzt nicht 100 Grad heiß wird, also dass ich es wirklich richtig koche, sondern wenn ich einfach das Bedürfnis habe, möchte es warm essen, dass man es wirklich ganz, ganz vorsichtig und schonend erwärmt und nicht erhitzt, ja. Wenn man jetzt unbedingt das Bedürfnis hat. Ja. Ich glaube, man sagt auch bis 37 Grad, jetzt wird 40 Grad. 42 Grad ist eine Rohkostqualität. Genau, diese Rohkostqualität. Grad ist ja auch eine Temperatur, die ich schon spüre. Ne? Also man muss es ja auch nicht auf 80 Grad hoch. Mhm. Aber ideal ist eben es einfach so zu essen. Doch sinnvoll, ich habe ja viel Zeit investiert, auch wenn ich das selber für mich fermentiere, ne, mache das alles schön mit Liebe und dann erhitze ich es, das wäre wirklich schade. Mhm. Ja, cool. Sehr schön. Wie oft esst ihr am Tag fermentierte Lebensmittel? Den ganzen Tag. Einmal am Tag, meistens am Abend, ist auch so vom Ernährungsphysiologischen so die sinnvollste Zeit dafür. Unser Ansatz ist einfach auch abends nach Möglichkeit keine Kohlenhydrate und kein Obst zu essen, sondern war eher das Gemüse, die Hülsenfrüchte, das Eiweiß quasi und da passt es einfach für uns optimal auch rein. Genau. Und zwischendurch auch mal einen fermentierten Saft. Ja, also man kann ja genau das, was im Rahmen der Fermentation an Flüssigkeit, an Lager entsteht, nicht wegschmeißen, sondern kann man trinken, kann man auch über einen Salat als Dressing verwenden und das trinken wir auch super gern, einfach pur. Wobei, das trinke ich sogar lieber morgens. Genau. Weil einfach so vor der ersten festen Mahlzeit so viel wie möglich Flüssigkeit einfach gerne aufnehmen und dann hat man einfach auch noch was anderes als Tee und Wasser vielleicht auch. Ne? Und das ist natürlich einfach auch eine Wohltat für den Darm, wenn der jetzt quasi relativ leer ist, auch so was Flüssiges, Probiotisches zu bekommen, wo er ja jetzt erstmal noch nicht diese Darmaktivität jetzt wie bei einer festen Mahlzeit hat. Ne?
Naja, spannend, super. Die Idee, das als Abendsnack zu nutzen, ist natürlich klasse. Ne? Anstelle von irgendwie Chips und Cracker und so. Super. Dass man so ein sich was Fermentiertes nimmt, das ist natürlich auch mega. Ja. Vielleicht ist nicht unbedingt ein Sauerkraut, einfach wegen der, ne? Ja. Ein bisschen komisch. Aber wenn man jetzt zum Beispiel Sticks von irgendwas macht, so Karotten oder so, die schneiden wir dann schon so in der Größe. Ne? Das ist natürlich super zum Snacken einfach. Ja, gut, snacken kann man das auch mit einer Gabel. Geht auch, richtig. Kann man auch, genau. Ja, und vor allem das Tolle ist ja, der Heißhunger geht auch weg. Ja. Ja, eben. Kann man Oliven fermentieren? Gibt es da Erfahrungswerte? Oliven werden ja traditionell in Salz eingelegt. Aber das ist nicht fermentiert, das ist, die sind einfach in Salz eingelegt, das ist zu viel Salz für die Fermentation. Genau, Oliven im Nachschlag, aber fermentieren, aber es ist für mich eigentlich eher eine Fettfrucht. Genau. Das ist ein Gemüse in dem Sinne, deshalb würde ich es persönlich nicht fermentieren. Okay. Und ich gehe auch mit einem natürlichen Ansatz wieder ran, wenn ich jetzt im Urlaub bin und Olive vom Baum pflücke, würde ich die ja nicht roh essen können. Mhm. Und dementsprechend entspricht das jetzt nicht unserer Philosophie. Okay. Würde ich sagen. Also vielleicht würde es sogar schmecken, weiß ich gar nicht. Aber. Ja, cool. Ja, was ist so aktuell gerade? Wo steht ihr? Was ist eure Mission jetzt so? Was habt ihr aktuell für ein Projekt, wo ihr sagt, so, da soll es weitergehen? Das ist eure Mission. Ja, also unsere Mission ist wirklich, das Leben von jedem Einzelnen zu bereichern, indem wir wirklich zeigen, dass es fermentierte Lebensmittel gibt, wie man wirklich selber erfolgreich fermentieren kann. Also da wollen wir wirklich auch so Ansprechpartner Nummer 1 sein. Das ist einfach unsere Message, dieses Thema wirklich wieder in die Wohnzimmer zu bringen und dass es nichts Unnormales mehr ist, dass es einfach ganz normal dazugehört und nicht irgendwo Nische ist, sondern ja, Fermentation ist total wichtig und jeder kennt so die Basics, das ist eben überhaupt kein Hexenwerk und jeder kann da auch wirklich selber erfolgreich daheim fermentieren und dafür haben wir zum Beispiel auch einen gratis E-Mail-Kurs generiert, wo sich jeder einfach wirklich anmelden kann und da bekommst du zum Beispiel jeden Tag eine E-Mail zugeschickt mit der konkreten Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du was erfolgreich fermentieren kannst. Was ich gesagt? Das ist ja super. Jeden Tag hast du gesagt? Genau, also 5 Tage in Folge, genau, das heißt 5 Fermente in 5 Tagen. Mhm. Also Dankeschön. Und da bekommst du wieder 5 Tage dann in Folge jeden Tag eine E-Mail. Und da steht halt beschrieben, was du einkaufen sollst. Dann kaufst du es dir ein und dann zeigen wir auch wirklich bebildert, wie du dir es entsprechend schnippelst, was dazu gibt, was du schlussendlich wirklich wundervolles Superfood daheim kreieren kannst. Das ist so, wo wir einfach jeden wirklich aktuell unterstützen wollen. Und dann bieten wir darüber hinaus auch, wie du schon gesagt hast, Bücher an. Es gibt auch einen Online-Kurs dazu, wenn ich da wirklich auch noch tiefer einsteigen will, wenn ich noch mehr lernen möchte, wenn ich quasi das ganze Wissen, was wir so die letzten Jahre ja einfach auch dazugelernt haben, wo wir auch wirklich oft natürlich Herausforderungen hatten, das geben wir einfach da weiter. Ja. Aber so ein Einstiegspunkt ist halt wirklich einfach dieser Gratis-Kurs, weil er wirklich einen tollen Benefit für jeden liefert, der sich mit diesem spannenden Thema auseinandersetzen möchte. Ja, den Gratiskurs, können wir den hier verlinken unter dem Video? Gebt ihr die Erlaubnis dafür? Ja, sehr gerne. Ja, schön. Dann machen wir das. Also dann kann jeder dann nochmal weiterlernen und vertiefen. Das ist ja ein mega Angebot von euch. Und auch eure Website werden wir mit verlinken. Also die werdet ihr, lieben Zuschauer, hier unten auch finden. Und da kann man einfach weiter mit euch arbeiten und an euch dranbleiben. Klasse. Ich glaube, ihr seid auch bei Instagram vertreten, Facebook seid ihr, glaube ich, auch, oder? Das ist Facebook, Pinterest. Findet euch auf all den ganzen Kanälen auch. Genau. Sehr schön. Boah, also ich habe selber jetzt nochmal ganz viel dazugelernt und ich hoffe, dass das auch alle Zuschauer jetzt sich hier bereichern konnten. Vielleicht so ein bisschen so ein Aha-Effekt kam, so dieses, wow, da gibt's was, das kann ich integrieren und es ist einfach möglich. Und jeder, der schon mal auch über ein Keimglas nachgedacht hat, der kann auch fermentieren. Also so einfach hört sich das jetzt für mich an. Das ist echt absolut klasse. Ja, vielen Dank, dass ihr mit uns geteilt habt und dass ihr uns einen Einblick gewährt habt da in dieses